Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Und zwar habe ich jetzt vor, jeden Tag ein Video für euch zu drehen, beziehungsweise ein Daily Vlog. Ich werde das jetzt erstmal eine Woche lang testen, wie ich das so schaffe, in meinem Alltag einzubauen, immer die Kamera mitzunehmen und daran zu denken. Ich stelle mir das, glaube ich, ganz anstrengend vor, aber es wird bestimmt auch sehr viel Spaß machen. Ich liebe es ja zu vloggen. Und einfach mal nur, um zu schauen, wie euch das gefällt. Also deswegen gebt mir gerne eine Bewertung, ob top oder flop. Oder schreibt in die Kommentare nochmal persönlich, wie ihr das findet. Würde mich sehr interessieren und ich freue mich auf euer Feedback auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wir starten den Tag und ganz viel Spaß. I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beach just like I wrote it. Ich glaube, man kann jetzt sehen, es ist noch früh am Morgen. Pauline ist schon wach, sie wurde schon gestillt und liegt jetzt im Wohnzimmer an dem Bettchen und schlummert noch so ein bisschen vor sich hin, würde ich jetzt auch gerne. Und Leona ist noch am Schlafen. Heute ist ein kurzer Kindergartentag und ich überlege, ob ich sie überhaupt dahin bringe, weil ich sie halt sehr gerne auch mal zu Hause habe und ich sie dann ab und zu mal nicht in den Kindergarten bringe und sie zu Hause beschäftige. Und sie findet es auch mal ganz toll, mit ihrer kleinen Schwester zusammen zu sein. Solange Pauline noch vor sich her schlummert, mache ich mir jetzt erstmal mein Frühstück. Und ich werde dann gleich Leona fragen, ob sie in den Kindergarten möchte oder zu Hause bleiben möchte. Sie darf das selbst entscheiden. Ich lasse sie jetzt auch ausschlafen, falls sie dann länger schläft als 8:30. Dann kommt sie eh nicht in den Kindergarten. Ich stehe zurzeit voll auf Kaba Erdbeer und natürlich aus meiner süßen Eulentasse. Achso, falls ihr euch fragt, warum hier zwei Schnuller drin liegen in dieser Box, die koche ich jeden Tag frisch ab und mache die sauber und dann lege ich die immer da rein. Das sind die 24 Stunden halt zu gebrauchen. Toast ist fertig. Heiß. So, was essen wir denn heute Morgen? Ich mache mir einen Toast mit Sahne-Schmelzkäse. Sehr kalorienarm übrigens. Und dann mache ich mir ein süßes Toast mit Philadelphia und Erdbeer-Vanille-Marmelade. Also heute steht nicht so viel an, weil Alex muss heute den ganzen Tag für die Schule lernen. Für alle, die es noch nicht wissen, es steht aber auch in der Infobox. Er geht zur Abendschule und macht da seinen Techniker. Und deswegen werde ich mich den ganzen Tag um die Kinder kümmern und um den Haushalt. Und ich muss gleich noch einkaufen. Und dann wollte ich nachher noch mit den Kindern ein bisschen raus. Es ist zwar nicht ganz so schönes Wetter, aber ich habe die Hoffnung, dass es heute mal nicht regnet. So, Pauline knurrt ein bisschen. Ist ein bisschen unzufrieden. Ich werde jetzt schnell mein Frühstück genießen. Schön, Cola im Hintergrund hier bei Stillenden. Oh, Pauline hat wieder Bauchschmerzen. Ich wollte jetzt mal gerade schnell gucken, wie das Wetter heute wird. Okay, ab 12 Uhr soll es schon wieder gewittern und regnen. Das heißt, ich muss vorher einkaufen gehen mit den Kids. So, ich glaube, ich habe gerade die Kinder zu Mathieu gehört. Guten Morgen. Hast du geschlafen? Hast du was geträumt? Möchtest du im Kindergarten oder zu Hause bleiben heute? Zu Hause bleiben. Okay, was möchtest du machen? Soll ich dir Cornflakes machen? Mama hat schon gegessen. Möchtest du am Tisch mit Mama essen oder möchtest du auf dem Sofa essen? Auf dem Sofa. Auf dem Sofa? Dein schickes Nachthemd. So, ich mache dir Cornflakes. Möchtest du dich aufs Sofa legen und einkuscheln? Nee, ich kann schon selber. Dann mach selber. Guck mal, hier ist deine Decke. Ich glaube, ihr habt es gehört. Leona möchte heute zu Hause bleiben. Schnell einmal ausschütteln. Hier kann auf jeden Fall heute auch noch aufgeräumt werden. Sobald es regnet, werden wir das noch in Angriff nehmen. Unser Bett habe ich auch schon gemacht. Ich muss heute, wie gesagt, auch noch einkaufen. Deswegen ist der Kühlschrank nicht mehr ganz so voll. Zumindest nicht mit Sachen, die Leona mag. Ich mache jetzt Cornflakes mit Milch und dann schneide ich ihr noch ein paar Tomaten. Wenigstens ein bisschen was Frisches. So. Ja, ich komme. Kiliki. Kiliki. Oh, vorsichtig mit den Cornflakes. Das Sofa ist übrigens ausgeklappt, weil Alex hier geschlafen hat, damit er Ruhe bekommt. Weil ich halt nachts noch 2-3 Mal aufstehe wegen Stillen. Und er muss ja früh zur Arbeit.
Deswegen haben wir das so geregelt. Da kommt eine Spinne. Eine Spinne. Wir gehen heute einkaufen, Leona. Jetzt, gleich. Gleich nach dem Frühstück Zähne putzen, anziehen und dann gehen wir einkaufen mit Paulina, okay? Ja. Ich sitze jetzt hier noch auf dem Sofa und muss noch ein Thumbnail bearbeiten für den Vlog, der gleich online geht. Viele haben gefragt, wie ich meine Thumbnails bearbeite und mit welchem Programm. Ich zeige euch das mal. Und zwar mache ich das mit Photoscape X. Da hat man halt hier verschiedene Einstellungen. Und dann kommt am Ende sowas raus. Übrigens sehr schicke Jogginghose. Die ist von Mr. Lady. Genau, aber die ist schon vom letzten Jahr. Die bekommt ihr, glaube ich, nicht mehr. Aber die ist echt mega kuschelig. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie lange immer ein Vlog jeden Tag gehen wird. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie lang so ein Vlog sein soll. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon voll viel Videomaterial. Deswegen muss ich mal gucken. Vielleicht wird es da mal so 10 Minuten Vlogs geben oder auch mal 20 Minuten. Vielleicht, dass man das irgendwie so ein bisschen mischt. Was möchtest du für einen Zopf wie Mama? Geflochten? Kann ich aber nur hinten flechten. An der Seite sind die zu kurz, okay? Drei Stränge. Die Haare werden immer länger, Schatz. Jetzt weint natürlich Pauline. Mach ein bisschen Tropfen. Meinst du, die hat Bauchschmerzen? Ich mache jetzt erstmal deine Haare schnell zu Ende, ja? Pauline hat gerade gegessen. Windel ist auch frisch. Sitzt vielleicht der Pups quer. Cool? Ich bin dein Schnulli haben. Outfit of the day. Sie hat einen roten Langarmbody an und eine Herzchen-Leggings mit Socken. Leona hat heute ein T-Shirt von H&M an. Was ist da drauf? Buchstaben? Für den Sommer mit Blümchen, ne? Eine Skinny Jeans und Sandalen. Und ich habe auch einen geflochtenen Zopf, weil ich habe heute Bad Hair Day. Dann dieses Oberteil von H&M. Das ist eigentlich ein Schwangerschaftsoberteil, aber es passt jetzt auch noch perfekt. Eine schwarze Röhrenjeans mit Chucks. Ich gleiche. Nee, ich habe eine schwarze dünne Blau. Willst du auch eine schwarze Hose? So, und bevor ich jetzt gehe, mache ich noch so ein bisschen Grundordnung in die Wohnung. Weil ich mag es nicht, wenn man dann alles erledigt hat, zum Beispiel einkaufen, noch spazieren gehen mit den Kindern. Und wenn dann schon wieder nachmittags ist, habe ich keinen Bock, noch die Bude aufzuräumen. Irgendwie macht mich der Zopf noch jünger, ne? Wie ich eigentlich schon bin. Aber es ist irgendwie so die einzige Frisur, die man tragen kann, wenn man so welche Haare hat. Ich werde jetzt noch die Spülmaschine ein- und ausräumen, dann habe ich das Chaos hier schon mal beseitigt. Dann sieht die Küche schon mal aufgeräumter aus und es sind eigentlich nur so ein paar Handgriffe. Einfach alles in die Schränke einräumen und das geht auch schnell. Schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare, ob ihr gerne aufräumt. Also eigentlich bräuchte ich den Haushalt nicht. Ich würde ehrlich gesagt lieber 8 Stunden am Tag im Krankenhaus arbeiten gehen, anstatt meinen Haushalt 3 Stunden am Tag zu machen, zum Beispiel. Dann kommt man raus, ist unter Leuten. Ich bin auch so ein Mensch, denen es schnell langweilig wird und dem schnell die Decke auf den Kopf fällt. Deswegen bin ich immer sehr froh, nach einem halben Tag, wenn dann Alex mal wiederkommt, mittags, nachmittags, rauszukommen oder abends mal lecker essen zu gehen, zu entspannen, also aus den 4 Wänden rauszukommen. Und für Alex ist es natürlich dann anstrengend, weil er meistens dann seine Ruhe haben möchte oder lernen muss. Aber am Wochenende ist dann immer richtig Familientag angesagt. Tada! Küche schon sauber. 5 Minuten habe ich gebraucht. Leona hat hier richtig schön gemalt die Tage. Jetzt ist alles trocken. Jetzt können wir das mal wegpacken. Leona, wo soll ich deine Bilder hin tun? Soll ich dein Zimmer in den Schreibtisch tun? So, Leonas Zimmer habe ich jetzt auch gerade kurz etwas aufgeräumt und Ordnung gemacht. Eigentlich soll mir Leona helfen, aber da ich jetzt noch einkaufen muss und mich noch ein bisschen spazieren möchte, habe ich das jetzt mal selbst gemacht. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Ich fahre in den Edeka mit meinen Mädels. Wir müssen einen ganzen Wocheneinkauf machen. Und jetzt frage ich mich gerade, wie ich das anstelle, weil Alex hat das Gestell vom Kinderwagen in seinem Auto. Das heißt, ich muss den Maxi-Cosi mitnehmen und dann brauchen wir diese Einkaufswagen, wo man Maxi-Cosi oben drauf stellt. Kennt ihr sicherlich. So, wir sind wieder vom Einkaufen zurück. Ich konnte nicht filmen, es war viel zu voll und viel zu stressig für mich, mit 2 Kindern einkaufen zu gehen. Aber wir haben es gut gemeistert. Paulina hat durchgepennt, Leona war auch sehr lieb. Ich esse mir jetzt gerade so eine Quark-Pfirsich-Tasche. Mega lecker. Leona isst Quarkbällchen.
Kind und Kegel. Kegel liegt hinten im Maxi-Cosi und schläft noch. Ihr wollt bestimmt einen kleinen Einblick bekommen, was ich heute eingekauft habe. Also hier kann man sehen, so frisches Banane, Eisbergsalat, rote Äpfel, Pfirsich, Gurke. Dann habe ich mitgenommen einmal von Uncle Ben's Milchreis, dann den Basmati-Reis, Tomatenpassierte und solche Dinkelnudeln, Capri-Sonne für Leona, dann Würstchen, Aufschnitt, Käse. Dieser hier war im Angebot, Sahnepudding, Vollmilchschokolade, Antipasti-Pilze, Antipasti-getrocknete Tomaten und Hackfleisch. Smarty-Joghurt. Möchte Apfelsaft. Hab ich nicht. Das ist Orangensaft. Und dann habe ich noch mitgenommen zweimal solche Soßen von Heinz Curry Mango und Sweet Spice. Und mir fällt gerade ein, Leona muss heute zum Turnen und ich habe ganz vergessen, ich muss noch ihre Sporttasche packen. Ne? Ich kann euch leider ja nicht mitnehmen zum Turnen, weil da einfach viele fremde Kinder rumlaufen. So, Leona sagt, sie möchte Capri-Sonne mit zum Turnen nehmen. Und dann mache ich ihr meistens noch irgendwie so einen Apfel oder so. Für nach dem Turnen hat sie immer so einen mega Kohldampf und dann kriegt sie schlechte Laune. Bitte? Für den Turnen. Für das Turnen. Wie geil, die Kamera hat, glaube ich, gerade 12 Minuten einfach mal aufgenommen. Leona hat sich jetzt gerade noch eine Banane eingepackt fürs Turnen. Pauline wird jetzt auch wach und ich würde sagen, ich verabschiede mich, weil ich überhaupt keine Übersicht mehr habe, wie viel Videomaterial ich habe. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Vlog und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.